Die Thermodynamik betrachtet alle Prozesse unter energetischen und entropischen Aspekten. Wir wollen am einfachen Beispiel eine Phasenumwandlung in der Art und Weise diskutieren. Es geht um die Phasenumwandlung von Quecksilber. Gegeben ist die spezifische Verdampfungsenthalpie dieses Materials. Wir haben 100 Gramm Quecksilber, verdampfen dieses bei 1 Bar und 357 Grad Celsius komplett zum Gas und fragen uns, wie ändert sich dabei die Entropie, wie verändert sich dabei die Enthalpie und wie verändert sich die freie Enthalpie. Die Entropie, das ist ein Maß für das Chaos, Maß für die negative Information. Enthalpie ist ein Maß für die Energie, freie Enthalpie ist ein Maß für die Stabilität. Wir starten mit der einfachsten Betrachtung, nämlich der Frage nach der Energie oder Enthalpie. Wie verändert sich die Energie, wenn ich Quecksilber vom flüssigen in den gasförmigen Zustand überführe? Nun, das ist sehr einfach. Die Energie nimmt zu, und zwar genau um die isobare Wärme, die ich zuführe. Diese beträgt 287,6 Joule pro Gramm. Das bedeutet, für 100 Gramm habe ich 28,8 Kilojoule an Enthalpiezunahme. Enthalpisch gesehen liegt das gasförmige Quecksilber um 28,8 Kilojoule oberhalb des flüssigen Quecksilbers. Wenn wir die Entropie betrachten, betrachten wir den Unordnungszustand der beiden Zustände. Gasförmiges Quecksilber ist sehr viel chaotischer als flüssiges Quecksilber. Wenn wir das Ganze quantitativ berechnen wollen, müssen wir uns an die Formel Entropieänderung ist reduzierte Wärme erinnern. Die reduzierte Wärme ist die Wärme dividiert durch die Temperatur. Wir dividieren 28,8 Kilojoule durch die Kelvin-Temperatur der Verdampfung und erhalten 45,7 Joule pro Kelvin als Entropie für die Verdampfung. Das Gas ist nicht nur energiereicher, es ist auch entropiereicher. Wir haben also eine endotherme und eine endotrope Zustandsänderung. Wenn wir die freie Enthalpie betrachten, da müssen wir sowohl Enthalpie Delta H als auch Entropie Delta S, entsprechend der Gibbs-Helmholtz-Gleichung, berücksichtigen. Wenn wir die Werte hier einsetzen, kommen wir ohne Probleme zum richtigen Ergebnis, nämlich dass Delta G gleich 0 ist. Und das bedeutet, die beiden Zustände, Flüssigkeit und Gas, sind von der Stabilität her bei der Siedetemperatur gleich.